Willkommen bei der Swiss Traders Show mit dem Tagesausblick für DAX und Indizes. Disclaimer, die YouTube-Filme hier sind rein didaktischer Natur. Wir machen keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlungen. Auch sonst sind wir da kein Shop. Es geht da rein um die Trading-Didaktik. Wir wollen dieser Community weiterkommen mit dem Traden ganz generell. Sehen gerade momentan, ich bin da schon ein bisschen short in DAX, war da ein bisschen long in DAX und wir sehen, dass wir sehr hoch gestartet sind. Also hier ist die obere Opening Range von gestern. Dow Jones ist nicht so hoch. Die US-Indizes sind also tiefer. Ich muss da die Take-Profits noch ein bisschen verändern und da die Stops runternehmen. Und also der DAX eigentlich mit einer massiven Erholung und jetzt mit einem kleinen Dip. Werde da mal sicherheitshalber gerade rausgehen, die schon im Plus sind. Da ein bisschen höher. Ja, noch zum Prinzip, wie ich trade. Hier haben wir den 89er im M1, den 1355er im M1. Das ist der 89er im M15. Und hier haben wir noch den EMA 200. Ich habe jetzt den EMA 200 auch so als Bereich gezeichnet mit Minimum und Maximum. Das ist vielleicht noch gut, weil beim Traden haben wir ja nie ganz exakte Werte. Da haben wir Bereiche. Bereiche sind da immer ein bisschen besser, um zu kalkulieren. Hier habe ich noch einen Fehlkauf. Den habe ich, glaube ich, irgendwo da geschortet. Den muss ich jetzt mal aussitzen und vielleicht hier oben dann noch nachshorten, falls das wirklich runterkommt. Und sonst muss ich halt das glattstellen. Schauen wir mal die Lage generell an. Da eine DAX sehr hoch. Ich stelle das da. Noch der Supply-Demand-Indikator hier, den ich verwende. Schauen wir da nochmals. Ja. DAX jetzt wahnsinnig auf Erholungsspur. Wir sind da, also der gestrige Abverkauf wird hier irgendwie wieder aufgeholt. Und schauen wir die anderen an. Ja, wir haben ein Upgap von 160. Aufgepasst, das könnte sich schließen, aber nicht eventuell nicht direkt. 15.100, das ist das Upgap. Also eben Upgaps müssen sich nicht sofort schließen. Oft gibt es auch eine Upgap Continuation, ähnlich wie die Downgap Continuation, dass es noch weiter hinauf geht. Und ja, aber die 15.100, die könnten da sicher wichtig werden. Ein Stoppsell reinwerfen da. Ja, dann. Also wir sind massiv gestiegen. Der US-Dollar-Index, der ist eigentlich generell am Sinken, steigt jetzt wieder ein bisschen. Und eben, es gibt eine Bewegungskompatibilität, wenn man das so will, dass wenn der DXY steigt, dann sinken die US-Indizes. Und das unabhängig von wo er steigt. Wenn er hier steigt, schon das hat eine Wirkung. Es ist einfach eine Bewegungskompatibilität, aber nicht eine globale, also eine
globale inverse Korrelation. Dann US 10 Years, da sehr schütter, sehr illiquide, ein bisschen war schon massiv höher. Dann der Euro-USD, jetzt wieder auf 1,13, ein bisschen erholt. Der hat sich gestern wieder erholt und Gold ist wieder ziemlich tief, also wieder unter die 18, unter 1800 runtergefallen. Dann Gold ist so ziemlich, wenn eine Krise sich anbahnt, dann steigt Gold. Dann haben wir Nasdaq. Gerade momentan extrem erholt und kommt jetzt wieder leicht runter. Tech, ja, da sehen wir auch das Gap da, wahnsinnig, ein wahnsinniges Abgap, das bis 1,35. Ja, das ist ganz, das kann man ja kaum hier zeichnen. Das ist ja wahnsinnig. Also das ist wirklich 1,36, 1,35, so etwa. Also das sind immer noch die gewaltige Liquidität, die da gespritzt wird, immer noch. Und anscheinend hat das, obwohl jetzt Paul gesagt hat, die Inflation sei nicht transitory, er hat das transitory Word aufgegeben, ist es unglaublich, was da für eine Liquidität spielt. Aber eben, das ist natürlich auch sehr attraktiv zu treten. Wir haben ja auch gesehen, dass wir in letzter Zeit wieder endlich treten können. Muss ich da gerade mal aufpassen. Take Profits nicht zu nahe. Da haben wir eine Supply Zone. Ich gehe jetzt mal raus. Ich dachte, das ist ein Fehlkauf. So, ich bin da immerhin schon $15 in diesen Minuten reicher. Da dann Dow Jones verglichen mit DIJ 3,637, also auch ein extremes Abgap. Boah, 3,4483. Jetzt kann ich da gar nicht zeichnen. In der normalen Skalierung. Ich weiß nicht, ob da irgendwas eine News über Omikron gekommen ist. Also ich schaue jetzt eben nach Bloomberg und ja, das ist dann relativ schwierig. Man muss einfach auf dem Laufenden sein. Schauen wir weiter. US 500. Da habe ich keinen durchlaufenden, aber der ist auch wieder, hat sich extrem erholt. UK 100, der sieht da nicht so happy aus. UK 100 halt in einem eigenen Ökosystem mit dem Pfund und SMI, Schweizer Index, nach wie vor sehr hoch, das sieht da nach Schulterkopf, Schulter aus. Als ob es da auch wieder runterkäme. Ganz wichtig, China. Nicht so begeistert. Ich habe hier die 1 Minuten. Wir müssen da
morgens um 4 schauen. Ja, es ist da nicht China negative Vorgaben. Hier hingegen irgendwie hinunter und jetzt wieder eine Erholung. Ja, dann ja, muss ich mal schauen, was Daimler macht. Auch sehr, sehr stark gestern erholt. Bitcoin geradeaus. Ja, ich würde sagen Range Trading, Bitcoin. Dann Ethereum natürlich ähnlich. Fast ein bisschen besser als Bitcoin. Dann Silber. Ja, sieht gut aus, Silber. Eventuell wirklich noch besser als Gold, als Inflationssicherung. Dann haben wir nur noch den Yen, der ein bisschen weiter unten. Das hat aber mit dem DXY zu tun. Der DXY ist ja auch tiefer. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt Risk-Off. Risk-Off war früher immer bei 109, also irgendwo, also noch viel weiter unten. Gut, das war's bei der beim Swiss Traders Ausblick. Gehen wir da nur noch ganz kurz zum DAX. Also DAX ist jetzt natürlich auch extrem hoch und es könnte sein, dass er da sich zuerst noch ein bisschen nach unten bewegt, aber größtenteils ist er einfach sehr eher bullisch unterwegs. Also da aufgepasst beim DAX, eher bullisch. Dann bis später bei Swiss.